Hey da, was geht ab Leute, Hong hier mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar wurden endlich, echt auf die letzte Sekunde, die nächsten Legendären angekündigt. Weil heute Abend ist Lugia weg und morgen sind neue Legendäre am Start. Und wie man es erwartet hat, Latias und Latios. Es kommen sogar beide gleichzeitig, aber nicht am selben Ort. So ähnlich wie bei den legendären Raubkatzen kommt Latias erstmal zu uns, Europa und Asien, und Latios nach Amerika. Und nach einem Monat wechseln die. Und das wurde gerade angekündigt. Trainer, das Jahr der legendären Pokémon in Pokémon Go wird mit zwei Legendären fortgesetzt, die in der Höhenregion entdeckt wurden und nun zum ersten Mal in Raidkämpfen herausgefordert werden können. Latias und Latios sind zwei Drachen- und Psycho-Pokémon. Die erscheinen ab dem 2. April, also heute in Amerika und dann ab morgen bei uns. Bisschen Beschreibung der zwei. So, hier, am 8. Mai tauschen die zwei dann und dann kommt Latios zu uns. Und Latias ist eher der Verteidiger, der Rote. Und Latios ist eher der Angreifer, der Blaue. Also Latios ist der Bessere. Und wahrscheinlich auch leichter zu machen. Latios höhere KP-Verteidigung. Und jetzt was sehr interessant ist, womit ich nichts anfangen kann. Da steht, in Raidkämpfen erscheinen ebenfalls Pokémon, deren Attacken stark gegen Psycho- und Drachen-Pokémon sind. Okay. Zum Beispiel Despoton Flunkiefer. Die gibt's so oder so. Heißt es wieder neue Raids? Das klingt so, als würden neue Raids kommen. Also 4er und 3er und 2er und 1er und sowas. Also ich bin gespannt. Und dann am 5. Juni verschwinden dann beide. Das heißt, für die nächsten 2 Monate wissen wir, was wir haben. Erstmal Latias und dann kommt Latios. Und schauen wir uns noch ein paar Werte von denen an. Erstmal Latios, gehen wir kurz rüber. In dem Monat schauen wir uns das eh nochmal genauer an. 100% auf Level 20 hat 2082. Auf Level 25 mit Wetterbonus 2603. Effektiv. Drache natürlich, Drache gegen Drache, dann Unlicht, Despota zum Beispiel gegen den genauso Geist und Käfer natürlich auch, Pinsir, mein bester Freund, auch gut gegen Psycho und dann gegen den Drachenanteil natürlich auch noch Eis und Fee. Und Latias jetzt hat auf 100% 1929 und mit Wetterbonus 2412. Hier noch eine coole Liste, es kann ja 3 Ladeattacken und dementsprechend gibt es verschiedene Konter, also die besten, wird hier vorgeschlagen, sind die 3 Drachen. Rayquaza, Dragoran und Brutalanda. Rayquaza müssten viele jetzt haben, guten. Letzte Raid Boss, Doppel-EP, da wurden echt eine Menge gemacht. Dragoran durch den C-Day mit Dratini müssten auch sehr viele gute Dragoran haben. Also ich denke, Latias und Latios werden jetzt nicht so schwer sein wie Lugia. Lugia war schon echt leidend. Wir waren heute zum Beispiel nur zu 5 unterwegs auf Raid Tour. Das war schon ein bisschen leidend, aber es ging. Ich habe sogar gesehen, es haben welche den zu dritt geschafft. Echt nicht schlecht, Respekt an die. Also das war's von mir. Kleine kurze Info, Latias und Latios kommen. Zuerst mal Latias für uns. Ab morgen am Start, direkt einen machen. Mal schauen, wie das so sein wird. Ansonsten schreibt rein, wie ihr Latias und Latios findet. Oder wolltet ihr irgendeinen anderen Legendären sehen? Ho-Oh, Shiny oder irgendeinen alten zurück? Schreibt das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.